Hallo und herzlich willkommen, ich bin Alpenex und ich begrüße euch zu Star Wars The Old Republic. Ja, und wir machen weiter mit unserem Kommandosoldaten. Selbst der Chaos-Trupp könnte von einem Veteran was lernen. Wieder hier eine neue Fertigkeit, und zwar der Mörserhagel. Klingt schon gut. Wird wahrscheinlich auch, ja, ist geil, eine AOE-Attacke. Ich grüße Sie, Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Da... Ist halt nicht schön, wenn man fliegen lassen kann. So, da müssen wir hin. Falkshorst. Hey. Sieht schon gut aus, wenn wir uns da durch so durchkämpfen müssen. Nein, wir müssen darüber. Okay. Jetzt erwartet, dass er von ein wenig mehr kommt. Passt das? Geile Fertigkeit, ey. Ja, ich habe auf jeden Fall Spaß mit diesem Charakter. Ich kann es nicht anders sagen, es macht mir Spaß, aber ich habe eh allgemein... Kennt ihr dieses Feeling, was ihr bekommt, wenn ihr einen neuen Charakter erstellt? Ich finde, das ist immer so was ganz Besonderes. Ich mag das. Ich mag das, neue Charaktere zu erstellen, und so der Start, immer wenn man einen neuen Charakter spielt. Ich mag das einfach. Ich finde, das hat immer so ein ganz spezielles Feeling an sich. Besiege die Separatistenkämpfer. Okay, das will ich eben noch kurz fertig machen. Aber das ist dann auch wahrscheinlich unser sicheres Level-Up. Aber die Idee hatte wahrscheinlich hier gerade auch schon jemand anders. Komm. Oh. Geile Scheiße. Das war's. Also, die Klasse ist allgemein stärker, als ich es überhaupt am Anfang vermutet hätte. Definitiv. So, wir haben das Level Up, den Bonus, und jetzt können wir weitermachen mit der Mission. Dafür sollen wir hier rein und mit dem Geist treffen. Sergeant, wir dürfen keine Zeit verlieren. Die Bombe ist hinter einem Kraftfeld. Wir müssen es durchbrechen.
Sagt mir einfach, was ich machen soll. Ich deaktiviere den Schild von hier. Ihr geht hindurch und zerstört den Generator. Wenn der Generator ausgeschaltet ist, werde ich wieder zu euch stoßen. Verstanden. Dann los. Okidoki. Klingt doch einfach. Muss ich denn für den ran? Nur gegen Ziele, die unschädlich gemacht wurden. Okay, aber dafür bräuchte ich auch irgendwas, was wodurch ich die Gegner unschädlich machen könnte, oder nicht? Weil so eine Fertigkeit habe ich meines Wissens nach noch nicht. Gehen wir runter. Feuer einstellen. Wir ergeben uns. Wir ergeben uns. Bitte! Wir sind alle schwer verletzt. Wir können kaum laufen. Wir werden euch nicht behindern oder aufhalten. Ich schwöre es. Wir werden einfach durch die Tür verschwinden und nie mehr zurückkommen. Aber bitte lasst uns am Leben. Ihr könnt gehen, solange ihr keinen Ärger macht. Verstanden? Wirklich? Ist das euer Ernst? Danke. Danke. Ihr seid ein ehrenhafter Soldat. Wir wissen das zu schätzen. Es wird noch mehr Schießereien geben. Haltet die Köpfe unten und verschwindet. Das werden wir. Danke nochmal. Da muss ich nicht hin. Hallo. Okay, das war's. Das ist ja cool. Na, ich wusste doch, dass ich da durch muss. Ich hab's mir schon gedacht. Ein Soldat der Republik? Wie seid ihr hier reingekommen? Im Namen der Galaktischen Republik befehle ich euch, euch zu ergeben. Nur zu. Nehmt mich fest, foltert mich. Ich werde nichts sagen. Die glorreiche Separatistenbewegung wird sich niemals eurer dekadenten Republik unterwerfen. Hm,
Keine Bombe. Richtig. Wir sind euch 3 Schritte voraus. 300 Schritte. Die Separatistenbewegung ist vom Willen des Volks geleitet und nicht aufzuhalten. Genug. Töten wir ihn? Ich folge euren Anweisungen, Geist. Die glorreiche... Ihr macht mir keine Angst. Halt, wartet! Die Bombe! Sie haben sie weggebracht! Sie haben sie weggebracht! Mein Kommandant kam, wir brachten die Bombe runter zur Küste und luden sie auf einen Seegleiter. Ich weiß nicht, wohin sie danach gebracht wurde. All diese Sicherheitsvorkehrungen. Wieso? Weil, nun ja, Safro, Vairu und Bol sind hier. 3 unserer größten Helden, die unsere glorreiche... Sie sind Offiziere, Zellenkommandanten. Sie führen Operationen in verschiedenen Teilen Avilatans durch. Sie sind auf einer Konferenz, bei der Männer zu anderen Zellen versetzt werden. Sie sind tot, Sergeant. Ich kümmere mich um sie. Safro, Vairu und Bol haben oberste Priorität, Sergeant. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit, an ihre Daten über die Position und Stärke der Separatistenzellen zu gelangen. Diese Daten sind wichtig, damit wir erfahren, wohin die Bombe gebracht wurde, bevor es zu spät ist. Ihr habt eure Befehle. Holt die Daten, erledigt die Offiziere. Geht. Okidoki. Ich sage euch, ich habe Blasterschüsse gehört. Ich glaube, wir sind in Gefahr. Da! Ein Eindringling! Bol! Unterstützung anfordern! Sofort! Im Namen der Galaktischen Republik, ergebt euch! Safro, löscht die Daten! Sie dürfen nicht in die Hände des Feindes fallen! Sie ist alleine! Bol, erledigt sie! Was seid ihr denn für Ottos und ihr seid Helden? Nicht gut. Das war eine schwache Leistung von euch. Ganz schwach. So, dann müssen wir jetzt mal hier wieder raus und dann... Zentrale zurück, okay. Ey, warte mal. Die Schnellreise war noch gar nicht da. Da. Da wären wir schon wieder. Ihr seid zurück, Sergeant. Ausgezeichnete Arbeit bei der Eliminierung dieser Separatistenoffiziere. Der Bestie wurde der Kopf abgeschlagen. Ich werde die Daten der Offiziere sofort an die anderen Mitglieder des Chaos-Trupps übermitteln. Und für euch hat Lieutenant Durand einen Spezialeinsatz. Heute ist ein Mann namens Zack aus dem Dorf Uradam hier ins Vorgekommen und hat um medizinische Versorgung gebeten. Zack litt unter akuter Verstrahlung, was zu katastrophalen Organausfällen führte. Sein Körper hat sich praktisch selbst von innen aufgelöst. Eine wirklich überwältigende Beobachtung. Ist es üblich, dass die Dorfbewohner an Verstrahlung leiden? Überhaupt nicht. Als Tagelöhner verrichtet Zack nur niedere Knechtarbeiten, bei denen er nie in Berührung mit Strahlung kommen könnte.
Doch Lunter hat uns erzählt, dass die ZR-57 bei falscher Behandlung erhebliche Mengen an Strahlung abgeben kann. Zack muss sich wohl wissentlich oder unwissentlich in der Nähe der ZR-57 befunden haben. Ich will die Details, selbst wenn ihr sie aus seinem sterbenden Hirn saugen müsst. Verstanden. Die Sanitäter, die Zack behandelt haben, hatten nicht die richtige Ausrüstung, um ihn zu heilen. Die meisten ihrer Vorräte wurden von Plünderern gestohlen. Wenn ihr aber die nötigen Mittel besorgen könntet, um Zacks Krankheit zu heilen, könnte die Aussicht auf ein Heilmittel ihn zur Kooperation bewegen. Da die derzeitige Medikation Zack nur ein Leben voll unerträglicher Schmerzen bereiten kann, sollte die Möglichkeit einer vollständigen Heilung ein ausgezeichneter Motivator sein. Das Kommando kennt den genauen Aufenthaltsort der Plünderer. Wir hatten nur noch nicht die Möglichkeit, uns um sie zu kümmern. Hier sind die Koordinaten und eine Liste mit Zutaten, die ihr finden müsst. Noch Fragen? Lager der Plünderer überfallen. Zutaten zur Heilung von Zacks Verstrahlung finden. Verstanden. Sobald ihr das Heilmittel beisammen habt, geht damit zu Zack in seinem Haus im Dorf Oradam und befragt ihn über die ZR-57. Ein einfacher Auftrag, Sergeant. Beschafft euch die Zutaten, holt euch die Informationen von Zack und kommt zurück. Wegtreten. Oh, alles klar. Klingt einfach. Ist es auch. Okidoki, aber ich würde sagen, das war's für die Folge heute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Kommentare nicht. Und ich sag, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.